Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5. Wir besorgen uns jetzt mal ein Tauchboot. Ich weiß jetzt, wo eins steht. Das besorgen wir uns jetzt mal ganz fix. 4,4 Kilometer weg von hier. Aber das sollten wir ganz schnell hinbekommen eigentlich. Wenn die mal hier Gas geben würden. Ja, gib doch Gas hier. Sorry. Would you open your fucking eyes? So, und jetzt geht's weiter mit so einem Ferrari-Verschnitt ungefähr. Das ganz große Ding wollen wir haben. Irgendein Container, der richtig viel Asche bringen soll. Und dafür brauchen wir jetzt halt ein Tauch-U-Boot. Dass wir uns dann halt jetzt mal krallen werden. Wenn es gut läuft natürlich. Ah, der Wagen ist richtig geil zum Fahren, ein mega geiles Teil. Aber wieder falsch gefahren. Wow, 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 was war das denn? This is a fine automobile. Wow, 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 wow. So, sind wir auch gleich da, so mehr oder weniger. Er gibt doch Gas da. Hol dir das Tauchboot, alles klar. Die Frage ist, wo ist das Teil jetzt? Das muss ich mir mal jetzt hier angucken. Also auf diesem Schiff kann das sein? Ja genau, Daisy Lee, da ist das. Da ist das Teil. Aber wie hole ich mir das Ding jetzt? Komme ich da irgendwie so drüber? Irgendwie so drauf? Muss ich da rüberschwimmen oder was? Ach so, da komme ich lieber. Alles klar. Hab schon verstanden. Ah, da ist eine Wache da oben. Ah, egal. Gehen wir in den Knockout, da hat sich das. So stelle ich mir das zumindest mal vor. Ach, einfach mal hier drauf gehen, ist doch nicht das Problem, oder? So, wo ist jetzt dieses geile U-Boot? Wo können sie das platziert haben? Was? Da!
You got to go, ja, so sieht's aus. Ich muss erstmal hier mit dem U-Bus verschwinden. Weil ich weiß, was geile Ding bloß ist. Das soll ja hier auf dem Schiff der Daisy Lee sein. Hier hoch. Na, hier auch nicht. Wo ist dieses Scheiß? Ah, hab ich dich. Hab ich dich, hab ich dich, hab ich dich, hab ich dich. Du, ich weiß, wie komme ich da hoch? Das Ding hängt da oben. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Ist jetzt echt die Frage aller Fragen. Hier irgendwas betätigen? Da irgendwas drücken? Hier rein? Nee, auch nicht. Kann ich hier hoch zufällig? Okay. Ah, es hilft mir da auch nicht viel, oder? Ich muss das ganze Ding ja irgendwie betätigen. Nee, ist irgendwie so nicht. Das ist mir jetzt noch nicht ganz klar, wie ich das Ding da von oben abgesagt bekomme. Ich muss ja irgendwie da drauf, glaube ich, und das ganze Ding dann irgendwie ablassen. Oder? Irgendwas hier drücken? Ah. Alles klar. Mal runter mit uns. Komm, Trevor, Trevor, Trevor. Begib dich zum Abholpunkt. LB. Floyd, I've got that submarine we talked about. You gotta help me store it for a few days. Floyd, don't go quiet on me, or I'll come around and I'll, well, we both know what I'm talking about. Okay, all right. Bring it around to Pier 400 at the Western Docks. Warte mal kurz, muss man mal kurz hier eine Karte anschmeißen. Das bin ich, ne? Ne, das ist das Ziel, glaube ich. On my way. Look, I'll have a truck to bring you around the warehouse. What's this? The Union man doing an honest day's work? There's nothing honest about this, sir. But this is a dishonest day's work, if ever I've seen one. Hey, we're not hurting anyone. No, but no one except whoever owns that submarine and the mercenary folks on the freighter. Do some research on Meriwether Security Consulting, friend. They'd be on trial for human rights offenses if the U.S. government didn't protect all its contractors from any kind of suit, military or civilian. They're immune from prosecution, and they behave like they are. Murdering, stealing, high on power, guns and anabolic steroids. Lucky bastards. Look, I don't know about that stuff. Oh, you're right. You don't. Meriwether are employed by the richest, greediest scum on the planet to shit on the poorest and the neediest. So we. Das müsste der richtige Weg sein, weil ich bin nicht irre. No, great. I look forward to that. Okay, that's more like it. Da haben wir schon mal ein Tauchboot geklaut. Schau mal, geil. Wir bringen das Ding hier zum Abholpunkt, dann mal schauen, was wir weiter machen müssen mit den Vorbereitungen, die wir hier anstreben. Ah ja, das ist der richtige Weg, alles klar. Immer weiter geradeaus. Kann ich überhaupt in die Ego-Cam rein? Ah, hammer geil. Wow, 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 wow. Was habe ich kommen sehen?
Ich muss eigentlich richtig sein, oder? Warte mal, ich bin gerade irgendwie voll verwirrt. Geht's da links weiter? Weil irgendwie ist das gerade ein bisschen nicht ganz durchsichtig. Ja, links geht's weiter. Komm rum, du LKW! Nein, nicht Stein. Ey, wo bin ich denn hier? Ist das zu... Ach komm. Warte mal kurz, muss mal kurz in die Ego-Cam rein. Ah, ist hier überall Stein, alles klar. Weil ich muss mal wieder sehen, wo ich hin pilotiere. Da ist wieder ein Stein. Alter, wo pilotiere ich denn gerade hin? Ins Wasser, wo gar nichts ist. So, jetzt erstmal hier lang. Dann irgendwo nach links. Ist gerade gar nicht so leicht mit dem Ding hier zu fahren. Hoch. Links. Da muss ja irgendwann mal richtig sein. Warte mal, Timeout. Hier kann ich doch nicht mehr weiter, oder? Ach da, rechts. Irgendwann muss ich doch mal da ankommen, wo ich hinkommen will, oder nicht? Ja, dann gleich hier links rein, dann müsste ich auch am Ziel sein. Ich glaube, ich habe auch mehr den Umweg gemacht, kann das sein? So, weiter geht's. Hier nach oben. Darauf. Alter, ich komme gar nicht mehr hoch. Was ist los mit dem Ding? Warte mal, hä? Wo muss ich denn hin? Ich hab gedacht, ich wäre hier richtig. Müssen wir noch wohl weiterfahren, wa? Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von GTA 5. Ich bringe das Ding mal sicher zurück. Und wenn ich hiermit durch bin, geht es dann weiter mit der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein und tschüss.